So, hier? Nee, da noch nicht. Da müssen wir dann hin. So, aber wie gesagt, wir haben leider noch zu wenige Rubine. Und die droppen auch nichts. Okay, dann müssten wir vorhin noch, jetzt nochmal zurück, leider. Und noch den einen oder anderen Rubin noch farmen. Da kommen keine Gegner mehr. Gehen wir mal noch weiter runter. So. Ah, da ist ein Blauer, den nehmen wir gleich. Ja, das ist mal wurscht, wenn mich da jetzt jemand trifft. Oh, da ist noch Fee. Und dann nehmen wir das Herz. Das fliegt nicht blöd herum. So. Dann, ja, gehen wir mal weiter. Herz brauchen wir gerade nicht. Ah, ein Rubin immerhin. So. Dann gehen wir mal da weiter. Ein Rubin. Fünf Rubine. Und wir haben 60, sehr nice. Gut, dann gehen wir gleich zurück. Außer wir kommen... Warte mal ganz kurz. Das wollte ich jetzt nicht... Nee, 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 passt schon. Okay. So, jetzt müssen wir wieder den Weg zurückgehen, von dort, wo wir gekommen sind. So, ich glaube, das war da oben. Ja, genau, da oben müssen wir hin. Da lang und da war's. Was ist dieser Kollege hier? Was weiß ich nicht mehr. Nee, da war's der hier. Was? Was der hier? Ja, der hier war's. Okay. So, und hier. Boah, das ist richtig teuer. Müssen wir hier das Essen kaufen. Weil das brauchen wir in der nächsten Dungeon. Und jetzt können wir aber den Dungeon betreten. So. Die besiegen wir wieder. Vielleicht droppen wir wieder ein paar Rubine. Ja, fünf immerhin. So, wir werden voll geheilt. Wir haben alle... Das ist, glaube ich, die Feenquelle, die richtige. Nee, sind schon richtig, okay. Wir haben alle Herzen, das heißt... Vielleicht schaffen wir den Dungeon, ohne dass wir einmal zurück müssen. Ich glaub da nicht dran, aber hey. So, und dann da rein. So. Wir sind im nächsten Dungeon. So, Essen haben wir gekauft. Okay. So, dieser Dungeon schimpft sich The Demon. So, okay. Dann schauen wir mal. 10 Minuten. Ja, ich fange jetzt auch mit dem Dungeon an. Dann spielen wir noch 10 Minuten, dann schauen wir mal, wie weit wir sind und ob ich den Dungeon noch fertig mache oder nicht. So. Wo können wir anfangen? Theoretisch können wir mal rechts anfangen. Da erwartet uns gleich mal was Interessantes. So. Und zwar ein Gegner, den wir schon kennen, der jetzt nicht so schwer ist. Das ist so ein kleiner Mini-Boss, kann man sagen, eigentlich. So, das war der mal. Wir könnten es drauf, aber bevor wir raufgehen, gehen wir links weiter. So, einmal so. Achso, nee, da geht es ja gar nicht weiter. Na, da machen wir es ganz anders, dann gehen wir so lang. Oh, ich bin gleich mal von irgendwas getroffen. Okay, aber die sind nicht so das Problem. So, hier könnten wir gleich hier weiter. So. Oh, gut. Auf Fledermäuse, die sind mir eigentlich egal. Bomben wieder okay. So, dann gehen wir da rum. Da. Gut, das hat mich doch einen erwischt. Ups. Okay,
Das war nicht beabsichtigt, aber okay. Na ja, toll. Aber hier bekommen wir einen Schlüssel. Gehen wir gleich wieder rauf. Nicht, dass uns so eine Selbstschussanlage noch erwischt. So, dann gehen wir mal nach rechts. Hier wieder aufpassen, dann wieder nach unten. Oder warte mal, jetzt schauen wir kurz auf die Karte. Ne, okay, wir können hier auch gleich weiter nach rechts. Das machen wir jetzt auch. Hier könnten wir gleich eine Kerze nutzen. Okay, das sind nur Fledermäuse. Ja. Okay. Die sind von Neid geplatzt anscheinend. Auch recht. Dann gehen wir rechts weiter. So, da haben wir solche Gegner wieder, die sind mir eigentlich egal. Sollte man trotzdem aber aufpassen. Okay. Einer hat uns getroffen, aber es ist verkraftbar. So, und gehen wir weiter. Ah, hier haben wir wieder so einen Kollegen. Da haben wir der Boss Recycling. Da spielen wir mal die Flöte. Töten den. Und gehen gleich weiter. So, was haben wir hier? Oh! Die haben wir, glaube ich, seit dem ersten Dungeon nicht mehr gesehen. Auch recht. Droppen wir auch ein paar Herze. Und ein Schlüssel sehe ich da gerade. Na, wir nehmen ihn mit. Okay, gut. Dann gehen wir mal zwei zurück. Einmal. Und zweimal. Und gehen hier mal nach oben. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Geheimnis in der Nasenspitze. Okay. Gut. Das merken wir uns mal. Dann gehen wir zurück. So, genau. Gehen nach links. Werden wir kurz mal einen Schluck gönnen. Vorher mache ich euch den Raum noch hell. So. Okay, hier können wir den Baum besetzen. So, dann gehen wir da durch. Da ist es wieder sehr dunkel. Da wieder ein paar Stahlfassritter. Soll mir recht sein. Kein ruhigen Herz droppen. Ah, der eine trägt einen Kompass mit sich. Ja, die hätten Kerz gedroppt, aber ich musste unbedingt da wieder reinlaufen. Gut, wir haben den Kompass. Auch ganz praktisch. Dann gehen wir in den nächsten Raum. So, hier haben wir wieder ein paar von denen. So. Bin ich trotzdem etwas vorsichtig. Ja, an und für sich sind die nicht schwer, man muss halt nur aufpassen, dass man sich von den Bumerangs nicht treffen lässt. Nice, okay. Jetzt macht das Ganze nur einfacher. Ja, toll. Okay, gut. Okay. Gehen wir in den nächsten Raum, rüste ich schon mal die Bombe aus. Der kommt uns sehr bekannt vor, der Raum. Bam. So, aber da wissen wir jetzt schon, wie wir das machen. Genau, das war der erste. Arg. So. Na? Du bist der nächste. Okay.
Ah, dann eine Fee wollen wir nicht brauchen. Hä? Was ist mit dir jetzt? Hä? Wie haben wir das jetzt geschafft? Okay, gut. Jo, ich beschwere mich nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, da bekommen wir ein neues Bomben-Upgrade. Wir brauchen 100 Rubine. Okay, da müssen wir unbedingt noch hin. Da müssen wir dann unbedingt noch hin, okay. Dann lassen wir das mal und gehen mal normal weiter. Jetzt schon das neue Bomben-Upgrade. Puh. Gut. Ah, jetzt musst du wieder den Bumerang werfen, wo ich... So, okay. Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich? Okay, dann, ja, gehen wir nach oben. Ah, schon wieder er, okay. Das Spiel kennen wir ja schon. Nur, dass er diese, dass er sich jetzt in drei Teilen aufteilt. Das ist neu. Das Problem, das wir haben, ist, dass jetzt unser Schwertwurf weg ist. Oh, da haben wir ihn wieder. Und da ist er wieder weg. Bleib stehen. Jetzt haben wir. Okay, gut. Da war es uns nicht. Gehen wir mal nach links weiter, weil ich weiß ganz gerade nicht, wo wir weitergehen. Ah, ich weiß schon, wo wir dann gleich weitergehen. Aber jetzt machen wir das schnell. Herz nehme ich sehr gerne. So. Rubine nehme ich auch gerne. Gerade deswegen, weil wir 100 Rubine brauchen für das nächste Bomben-Upgrade. So, 43 haben wir schon. Sehr nice. So, kurz da lang. Hier zünden wir die Bombe und gehen da lang. So, da haben wir jetzt die Kollegen wieder. Die kennen wir ja auch schon. Sind aber auch nicht mehr das Problem. Und haben uns immerhin wieder 5 Rubine gegeben. Das finde ich sehr cool. So, dann gehen wir wieder 2 nach links und 1 nach oben. So, Schlüssel haben wir eh genug zum Glück. So. So. Den knurrt der Magen. Und jetzt brauchen wir nämlich dieses Item hier. So. Und wir können weiter. Das war alles hier. Ja, wir werden noch ein Essen kaufen. Nur aus dem Grund, dass damit wir das Inventar voll haben. Weil das will ich voll haben, bevor wir es durchspielen. So, das heißt, wir brauchen noch mehr Rubine. Aber das ist okay. Da brauchen wir die Kerze bitte. So, Dann werfe ich auch mal mit dem Bumerang. Ah, scheiße, ich wollte sagen, da kriegt er uns wenigstens nichts. Nicht. Aber doch, er kriegt uns da auch. Gut. Ja, komm, dann erwisch uns halt. Okay. Gar nicht so einfach hier, dass man hier die Gegner tötet. Kurz mal da rauf scrollen. Da gehen wir ganz kurz rauf. Was brauchen wir jetzt? Und zwar... Ups, ja, ist wurscht. Weil da gibt es... Ihr seht es, auf der Map war hier nichts eingezeichnet, aber es gibt hier trotzdem einen geheimen Gang oder Raum. Den holen wir uns natürlich. Gerade weil dieser voll mit Rubine war. So, einmal hier das wieder. Und jetzt, wie sieht es denn aus mit der Map eigentlich? Okay, wir gehen jetzt mal nach rechts. Das war nicht rechts.
So, noch eine Kerze. Und da weiter. Na. So, da gibt es wieder nur die Kollegen hier. Musst du wieder so einen Bumerang schmeißen. So. Okay, oh, eine Fiesiness. Dann... Wie kommen wir da runter eigentlich? Muss ich kurz auf die Karte schauen. So nicht. So nicht. Ah, wir finden noch... Okay, okay, na, passt schon, passt schon. Darunter kommen wir jetzt noch nicht. Somit könnten jetzt rauf einmal. Okay, nichts Neues. Okay. So, dann gibt es hier schon. Nee. Genau, jetzt sind wir quasi da, wo daneben der Geheimraum war. Gehen wir mal da weiter. Einmal einen Schlüssel. Nice. So, hier können wir nur zurück. Aber wir können hier runter. Und uns hier den Raum nach rechts freibomben. Da sind wir dann wieder im Auge. Ich habe es schon mal erwähnt, dass gerade im Auge sind oft Verstecke. Und hier hätten wir auch wieder eins. So. Erstmal die Gegner hier besiegen. Man hört übrigens schon den Boss. So, dann... warte mal, wir haben einen Schwertwurf. Was war's mit dem Schwertwurf? Ich würde keine Bomben haben, aber... Alter! Wie beschissen ist denn das da? So, jetzt. Sehr nice, okay. Gut, haben wir halt die Bomben nicht bekommen, aber wir haben eh 12 Bomben. Ganz egal. So. Jetzt muss ich noch den richtigen Stein finden. Ah, der Sandschnetten. So. Hier finden wir die rote Kerze. Das ist einfach ein Upgrade zur blauen Kerze. Genau, damit können wir eigentlich nur... die Kerze öfters im Screen nutzen. Das war einfach... das ist hier alles. So. Wir könnten jetzt... genau, unter uns ist übrigens der Boss. Aber da kommen wir noch nicht hin. Also wir können jetzt nur mal nach rechts hin weitergehen. So, das machen wir jetzt auch. 64 Rubine. Ah. Danke. Na komm, bleib stehen. Passt. Gut, dann gehen wir hier gleich. Hätte ich gesagt, nach oben. Kommen wir hier noch nur nach oben hin. Schon wieder er. Das sollten eigentlich wieder zwei sein, aber ich glaube, die sind wieder fusioniert. Dann sind wir hier fertig. Dann gehen wir nach unten wieder. Gehen nach rechts. So. Hier haben wir schon wieder so einen. So, dann... Oh, eine Fee. Okay. Das war ziemlich einfach jetzt. Gehen wir gleich nach oben.
Jetzt haben wir wieder die. Aber gut, die sind mir um einiges lieber als die Magier oder die Ritter. Weil die Ritter, die gehen mittlerweile auch schon. So. Jetzt brauche ich nur noch. Alter! 7 Bomben noch, jetzt wird es aber schon langsam schon knapp. Hä? Hey, was sind das? So, das war hier. So, 3 Bomben. Okay. Jetzt haben wir es aber. Gott sei Dank. Und wir bekommen neue Bomben. Eine haben wir, jetzt haben wir wieder 5. Okay, passt. So, dort oben können wir jetzt noch eine Bombe noch verwenden, und zwar hier. Und da ist jetzt die Nasenspitze, die erwähnte. Aber was es hier gab, weiß ich... Ah, ich glaube ich doch, ich weiß es schon. Oh Gott. Da muss man aufpassen. Das ist... Die teleportieren ja einen wieder zurück zum Eingang. Und gerade in Verbindung mit diesen Kugeln ist es extrem lästig. Deswegen gehen wir mal zurück. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. So. Aber ich glaube, die kann man mit dem Bumerang stunnen. Ja. So. Gibt es hier sonst noch einen? Irgendwo muss es noch einen geben, glaube ich. Ich gehe mal einfach mal weiter. Oder die Wand entlang. Okay, dann... Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann mich erinnern, was wir hier tun mussten. Ja. Genau, das war das Geheimnis. In der Nasenspitze. So. Ich finde zwar auch nicht, dass die Map hier wie ein Dämon aussieht, aber gut. Wenn es die Nasenspitze sein soll, dann ist es halt so. So, und damit komme ich dann eigentlich nur zum Boss. Gab es hier nicht noch ein zweites Dungeon-Item oder täusche ich mich da jetzt? Muss ich jetzt dann ganz kurz nochmal schauen. Beziehungsweise wir gehen mal weiter. Vielleicht kommt das ja das Ganze dann noch. So, da kommen wir eh nur da lang. Mhm. Oh, da ist der Boss. Den kennen wir aber schon. Komm, schieß. So. Hä? Nur am Kopf? Ja, nur am Kopf, okay. Gut, das war's. So. Bevor ich jetzt weitergehe, schaue ich noch mal ganz kurz nach. Okay. Nee, gibt es kein weiteres Dungeon-Item. Okay, gut. Ja, wir brauchen aber immer noch Rubine. 25. Die holen wir jetzt noch draußen. Schauen wir kurz auf die Karte. Von der Karte her sieht es aber ganz gut aus, ja. Für mich sieht das nicht aus wie ein Dämon, sondern wie eine Ente, um ehrlich zu sein. Wie wenn das so ein Schnabel ist. So. Brauchen noch 25 Rubine. Okay, ich glaube, die werde ich jetzt schnell offscreen holen. Und dann bringe ich noch mal kurz in den Dungeon. Da hole ich euch noch mit und dann beende ich die Aufnahmesession. Ja, wie gesagt, seht ihr kurz einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß, wo ich 30 Rubine schon auf die Schnelle herbekomme. Und dann nehme ich euch jetzt einfach schnell mit. Dass ihr das auch seht. Wenn man hier schon die Zeit stoppen kann, dann machen wir das schnell noch. Und zum Dungeon kommen wir eh schnell wieder, weil da können wir dann die Flöte nutzen. Hopp, da durch. So. Genau, und zwar hier gibt es noch ein paar Gegner, die wir schnell töten. Jetzt nicht mehr so schnell, weil wir den Schwertwurf nicht mehr haben. Einmal, zweimal, so.
Und zwar können wir hier wieder mal, das müsste theoretisch hier sein, genau, ein Secret freischaufeln. Genau, und da bekommen wir 30 Rubine. Und dann haben wir jetzt die 100. Übrigens, jetzt zeige ich euch das auch noch schnell, wenn wir schon da sind. Und zwar ist hier auch noch ein Eingang. Und hier wäre der Hinweis. Oh! Nee, das ist nicht der Hinweis. Das ist ein Glücksspiel. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Weil ich das theoretisch machen könnte. Nee, okay, gut, dann war das doch. Verstehe ich zwar jetzt nicht, aber egal, egal. Ich dachte, hier bekommt man einen Hinweis mit. Mit dem Süden, Norden, Westen gehen da in den verlorenen Wäldern. So, jetzt gehe ich aber doch schnell zu Fuß zum Dungeon, weil wir sind ja nicht so weit weg. Ja, ja. So. Dann ist das auch erledigt. So, hier nochmal die Flöte spielen. Ah, für uns fehlt es nur noch ein einziges Triforce-Teil. Und dann sind wir mal mit den Hauptdungeons durch und dann fehlt nur noch der letzte Dungeon. So, wo müssen wir jetzt hier nochmal hin? Rauf, links, rauf, rauf. Okay. Also wir nähern uns schon wieder dem Ende. Aber wie gesagt, der letzte Dungeon, der wird noch, also der allerletzte Dungeon, der wird dauern. Der wird dauern. So denke ich, in zwei Aufnahmesessionen sollten wir dann durch sein. Und dann, ja, kommt ein Let's Play, vor dem ich einen großen Respekt habe. So. Genau, ja, bitte. Jetzt können wir, glaube ich, 14 tragen, oder? 16 sogar, cool, okay. Gut. Dann hätten wir das, so. Danke ich jetzt noch schnell. Autsch, raus. Und währenddessen verabschiede ich mich aber schon mal. Da geht's nicht raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ups, perfekt abgewehrt. Und... Und ciao.